Hallo liebe Kampfkunstfreunde, wie geht es euch? Hier ist wieder euer Marek, hinter der Kamera steht mein ältester Sohn Patrick, weil den brauche ich auch heute. Heute würde ich euch gerne ein Video zeigen. Es geht um einen 16-jährigen MMA-Fighter. Der sitzt so wie ich jetzt auf der Bank mit seinen Freunden und dann kommt da irgend so ein Möchtegern-Störer oder Aggressor, ja, und unterschätzt voll den MMA-Fighter. Was dann passiert, das muss ich euch in diesem Video zeigen, aber ich würde euch gerne auch mit Patrick auch andere Sachen zeigen, ja, weil nicht jeder ist MMA-Fighter und kann sowas machen, ja, der hat den Aggressor einfach zerstört, ja, der ist geflogen wie ein Fetzen, habe ich Patrick vorher das Video gezeigt. Und ich wollte mich nochmal auch bedanken, dass ihr diese Schneidebretter, diese exklusive Schneidebretter so feiert. Patrick hat gesagt, stimmt Patrick, das ist das schönste Produkt bis jetzt, das ich gemacht habe, ja, weil es war wirklich sehr, sehr aufwendig, ja, und vor allem so ein Holz zu finden war auch sehr schwierig, ich glaube, heuer wird es auch schwierig, dass ich überhaupt sowas noch mache. Das heißt, solange es noch am Lager ist, dann greift sie zu. Und jetzt starten wir gleich mit dem Video. So Leute, jetzt zeige ich euch verschiedene Techniken, auch für Leute, die nicht gerade MMA oder Jiu-Jitsu Erfahrungen haben, Takedown und so Sachen, ja. Das erste ist, wenn du schon einmal siehst, dass jemand aggressiv auf dich zukommt, wenn der Patrick so, boom, hier am alleine der Stopp tritt, boom, und dann kannst du aufstehen und ihn einfach erledigen, ja. Aber alleine das Stoppen ist schon einmal, gewinnst du gewisse Distanz, ja. Dann gibt es aber noch andere Techniken. Wenn er zum Beispiel auf dich zukommt und dich hier greift, dass du sofort hier den Genitalbereich, bam, und hier kannst du sofort, das heißt hier, boom, sofort kommen mit einem Uppercut. Das heißt, wenn er mich greift, boom, hier, und das würde passieren, dass er hier nach unten kommt, bam, und hier komme ich mit einem Uppercut. Dann gibt es noch eine Technik, genau dasselbe, eins, zwei, und hier, dass ich ihn hier so kontrollieren kann. Bam, bam, bam. Und das geht ziemlich schnell, oder Patrick? Das geht ziemlich schnell, dass wenn er kommt, weil du musst denken, wenn er mich packt, bam, bam, hier. Siehst, wichtig ist, dass du hier greifst und ich sitze immer noch. Hier jetzt. Wichtig ist, dass dein Körper benutzt. Hier und da am besten. Du kannst aber auch Jacke packen, aber am besten ist hier am Kinn und bam. Und hier kannst du ihn erledigen. Sorry, Patrick. Das heißt, wichtig ist entweder der Stopptritt. Das da hier, das funktioniert immer, das funktioniert, Leute, auch im Stehen, das ist diese Peitsche, was ich oft zeige, ins Gesicht, ja, auch wenn jemand auf dich, wenn du stehst und jemand schnell auf dich zukommt, boom, ah, diese Peitschenschlag ins Gesicht, du siehst gar nichts, was willst du da machen, wenn du nicht siehst, ja, oder hier im Genitalbereich, automatisch geht er nach unten, entweder kommst du mit Uppercut oder mit der Schere, schau, wenn du nochmal hier kommst, bam, hier, mit der Schere ans Hals, ja, und dann einfach hier packen, siehst, wie schnell das geht, muss dein Körper und dann einfach reißt ihn runter und kannst ihn entweder kontrollieren, schlagen, keine Ahnung was, ja. Das heißt, ich habe verschiedene Varianten. Selbstverständlich das, was der Junge gezeigt hat, das ist die schlimmste Variante für den Aggressor, ja. Weil wenn du jemanden aufhebst und klatscht ihn auf den Beton oder Asphalt, das ist es, ja. Deshalb sind Ringer auch so gefährlich, weil gegen die ist wirklich schwierig zu kämpfen und auch ein Ringer am Boden kann auch die Fäuste einsetzen. Nicht so wie manche denken, habe ich schon letztens erwähnt, ein Ringer kann dann nicht so mit den Fäusten umgehen. Das ist ein Bullshit. Wenn jemand 10, 15 Jahre Ringer hat, glaubt sie wirklich, er kann nicht mit den Fäusten umgehen. Ringer und Boxer sind sehr gefährlich auf der Straße. Das heißt, wenn jemand aggressiv auf dich zukommt, musst du schnell reagieren. Du darfst dir nicht die Zeit lassen, dass wenn er kommt und ich mache hier nichts und dann kriege ich mit seiner Linke voll in die Fresse, ja. Das heißt, bum, bum, da musst du schnell reagieren, stoppen, egal was, musst du reagieren und die Situation kontrollieren, ja. Er hat sich halt den Falschen ausgesucht und das ist auch gut so, ja. Wichtige Leute, wenn ihr die richtige Bodymechanik und so trainieren wollt, dann würde ich euch einfach den Umgang mit den Waffen ans Herz legen, ja. Weil immer mehr Kampfsportler kommen zu mir und denken, sowas hätte ich nie gedacht, dass ich
dass ich meinen Körper noch weiter, die Bodymechanik noch mehr bewegen kann. Und das geht gerade durch den Umgang mit dem Stock, mit dem Messer und so weiter. Da lernst du auch ganz anders zu agieren. Entweder mit Privattraining, geht aber nur bis Ende November, danach über Winter mache ich nichts mehr. Oder in den 2.0 oder Messerkurs, wie auch immer, was euch aussucht, würde ich euch auch noch empfehlen. Okay, Leute, vielen lieben Dank für alles, für euren Support und so weiter. Man sieht sich in den nächsten Video. Ciao, ciao.